Verbindung zu uns. Das ist ja obergeil, Mann. Das ist ja der mit der 3-Liter-Maschine. Was ein Brett, Alter. Guter Wagen, Freddy. Und, geht's dir gut? Okay, dann los jetzt. Ich fahre. Was soll denn das? Ich fahre. Hast du kein Lebensmittel, Mann? Gib mir den scheiß Schlüssel. Vergiss es, Schumacher. Ich hab den Bock besorgt und ich werde fahren. So eine Scheiße, wieso glaubst du eigentlich, dass du immer alles besser kannst? Mann, du bist so blöd, in der Nase zu popeln, ich fahre. Er muss immer wieder mit sowas anfangen. Und du hast Mundgeruch. Kannst du mal die Klappe halten? Samba, Samba, de Janeiro. Hey! Was ist denn los, Killer? Tschüss. Guck mal. Kommen Sie mit.
Das wird nichts. Zu lange! Mensch, können wir da mal! Mann, da fehlt der Autoteil. Ganz ruhig, Jungs!
Nicht mal mit der Wimper zucken! Okay? Sieht aus wie die Currywurst von Scheich Ahmed. Mensch, was machen wir denn jetzt? So eine Scheiße hättest du die gleich erschießen müssen? Was regst du dich denn so auf? Nur weil du zu blöde bist, über den Zaun zu hüpfen. Jetzt weißt du auch, warum du beim Basketball nie gewählt worden bist. Schnauze, ihr wollt Geld getappt ist. Wie viel ist es denn? Ich schätze 130, vielleicht 140.000 für jeden. So viel kann man doch leider nicht ausgeben, mein Klass. Noch haben sie uns nicht. Und die Einzigen, die unsere Gesichter kennen, sind tot. Ich dachte, wir kriegen hier mindestens 20 Jahre, jeder! Was jetzt, Tommy? Du kennst doch diese Autoschiebe. In Stettin, und? Tommy hat recht. Bloß weg hier. Wenn die doch noch auf uns kommen, dann sind wir wenigstens weg aus Deutschland. Polen ist die nächste Grenze, da kann man auch eine Art schmieren. Mensch, Polen, Polen, ich höre mal Polen. Was soll ich denn in Polen? Das ist doch scheiße. Was soll denn so schlecht sein an Polen? Frag mal die 10.000 Flüchtlinge, die jedes Jahr nach Deutschland kommen. Die suchen drei. Jeder für sich, dann kommen wir schon irgendwie durch, okay? Sehr witzig. Soll ich vielleicht nach Polen humpeln? Ich lass mir schon was einfallen, okay? Ich bin ja Stettin. Es ist in Polen, Stettin. Hör zu, ich bin nicht Charles Manson und ich bin auch nicht Jack the Ripper. Und ich nehme ja auch keine Jacke aus Taxifahrerinnenhaut oder so einen ekligen Kram. Ich will nur nach Polen. Und mir geht's nicht besonders gut, sonst würde ich mit dem Bus fahren. Also hau mich nicht in die Pfanne, dann kommen wir klar.
So hat Allach. Klingt so tausend eine Nacht mäßig. Wo kommst du denn her? Iran. Oh, Entschuldigung. Und wie ist es so im Iran? Heiß. Mhm. Und die Leute? Ich meine, wie sind denn so die Leute drauf? Ganz viele kleine Möchtegern-Machos. Und seit wann bist du in Deutschland? Na, dann eben nicht. Wollt ja nur höflich sein. Hallo? Hey, Tommy! Hey, Mann, ich bin schon raus aus der Stadt. Obergeil, oder? Was? Was? Die Verbindung ist scheiße! Wo steigst du? Was? Ja. Oh, es läuft ganz gut. Ja, klar, Mann. Wenn sie zicken macht, lege ich sie um. Ja. Okay, Mann, ich komm schon durch. Mach dir keine Sorgen. Bis nachher. Tschüss. Ey, der meint das nicht so. Der ist cool, echt. Kann ich mich darauf verlassen, dass du die Nerven behältst? Ich meine, das hier ist eine gefährliche Situation für mich. Ich will nicht, dass du mich erschießt. Du bist doch cool, oder? Hä? Du bist doch richtig cool. Oder? Also kannst du jetzt mal aufhören mit dem Scheiß? Halt mal an. Kannst du mal kurz anhalten? Wie heißt du? Was? Benny. Wenn ich wegfahre, verreckst du hier in diesem Kram. Willst du das, Benny? Dich zu einem Arzt. Das geht nicht. Ja, stimmt schon. Aber ich kann wirklich nicht zu einem Arzt.
du aber ganz gut. So, ich stopfe mal noch Auspufflöcher. Warum hilfst du mir? Ich habe einen angeschossen. Ein Skinhead, einen ganz fiesen. Das war nach einer Schlägerei. Deshalb müssen wir jetzt auch abtauchen. Es tut mir leid, dass ich dich gekidnappt habe. Es ging nur alles so schnell, dass ich gar nicht gemerkt habe, was ich eigentlich mache. Weißt du denn überhaupt schon mal, was du machst? Was soll das denn heißen? Nichts. Nichts? Gar nichts. Komm, lass uns gehen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, warum du mir hilfst. Weißt du, was Mann auf Arabisch bedeutet? Mann bedeutet Sohn. Du bist der unterbelichtete Sohn. Hör mal. So ein Loch im Auspuff ist schon was anderes. Der Verband da, das reicht nicht. In Polen gibt's auch Ärzte. Ach, Polen, hast du eine Macke, so was Bescheuertes. Hast du eine bessere Idee, Schlaumeier? Du bist nach Deutschland geflohen. Na super, das war bestimmt oberclever. Man muss nur wissen, wieso man weggeht und was einen da erwartet, wo man hingeht. Was hat dich denn in Deutschland erwartet? Diese glänzende Taxifahrerkarriere? Tschüss. Du arrogantes Arschloch. Ist gar nicht so schlecht, wenn man 4 Monate am Frankfurter Flughafen und 2 Jahre in Asylantenheim gewohnt hat. Ja? Nein, immer noch nicht. Was soll das heißen? Tommy, bist du in Schwierigkeiten? Okay, also ich schätze, wir sind in einer Stunde oder so da. Also wir machen es so, dass Freddy und ich zu den Typen fahren und du rufst uns an, wenn du es geschafft hast, okay? Ja, mach dir um mich keine Sorgen, okay? Gut. Tommy, ich drück dir die Daumen. Mach's gut. Halt mir irgendwo an, ich muss was essen. Nein, ich meine, wollen wir was essen? Okay? Schlägerei erzählt und dass du einen Mann angeschossen hast. Wie ist das denn genau passiert? Darüber will ich nicht reden. Aber ich will es wissen. Hast du den Mann erschossen, der dich erschossen hat? Erschossen sagt man erst, wenn jemand tot ist. Ich weiß. Hast du? Nein. Ich hatte mal ein Kaninchen, so ein ganz weißes mit so langen, also naja, du weißt schon, Kaninchen halt. Und meine Mutter wollte das nicht im Haus haben. Irgendwann gab es einen riesen Krach bei uns zu Hause wegen diesem Kaninchen und alle waren am Schreien. Tommy hat meine Mutter angeschrien, dass sie sich nicht so aufregen soll. Mein Vater hat Tommy angeschrien, dass er meine Mutter nicht so anschreien soll und so weiter. Jedenfalls ließ meine Mutter nicht locker. Mein Vater packte irgendwann sein Luftgewehr aus und gab's mir, damit ich endlich meinen scheiß Kanickel erschießen sollte. Ich konnte es nicht.
Er wollte mich dazu zwingen, damit ich niemanden dafür verantwortlich machen kann. Warst du? Nein, Tommy hat's erschossen. Um mir einen Gefallen zu tun. Kennst du die Geschichte mit dem Kaninchen der kranken Schlange? Also, eine kranke Schlange bittet ein Kaninchen, sie gesund zu pflegen. Das Kaninchen hat Angst, klar, weil Schlangen Kaninchen eigentlich fressen. Aber die Schlange ist so hilflos und beteuert, dass sie dem Kaninchen nichts tun wird, wenn es ihr hilft. Das blöde Kaninchen macht es auch. Bringt ihr was zu essen, zu trinken und so, bis sie wieder gesund ist. Naja, dann legt sie sich um den Hals vom Kaninchen und erwürgt es. Das Kaninchen röchelt. Was soll denn der Scheiß? Ich hab dich gesund gepflegt. Ohne mich wärst du krepiert. Und die Schlange? Schön blöd. Was ist doch, dass ich Kaninchen fresse? Hm. Ist eine fiese Geschichte. Den tieferen Sinn oder so? Nee, ist nur so eine Geschichte. Hast du Lust, ein paar Tage mit mir nach Polen zu kommen? Was soll ein Witz sein? Warum zum Teufel sollte ich mit nach Polen kommen? Benny? Bitte wach auf. Benny? Arschloch! Das ist nicht witzig. Witzig nicht, aber schön. Mal normal. Ach, Arschloch. Die Fahrzeugpapiere bitte. Danke. Sie sind verhaftet. Beine auseinander. Gesicht nach unten. Na, Arschloch, nicht weit gekommen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Hör auf mit dem Scheiß, so einer hat keine Rechte. Lass sie los! Mal einen großen Fehler. Er hat gerade einen großen Fehler gemacht. Waffen weg! Lass uns abbauen. Komm schon, wir müssen hier weg. Mal beim Grenzschutz gearbeitet? Hast du schon mal beim Grenzschutz gearbeitet? So hat Lassi! Die suchen so Arschlöcher wie dich.
Ausziehen. Sehr weh. Die haben vielleicht blöde ausgesehen. Das ist nicht witzig. Was ist denn los mit dir? Ich muss dir was erklären. Das ist alles nicht so einfach. Ich könnte tatsächlich mit nach Polen kommen wollen. Will doch nicht sein. Scheiße. Nach dem Überfall auf eine Berliner Filiale der Kreditbank heute Morgen gelang es der Polizei bereits wenige Stunden später, einen von drei mutmaßlichen Tätern zu stellen. Der 25-jährige Fred Dunkel steht außerdem in dem dringenden Tatverdacht, bei dem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei zwei Beamte getötet zu haben. Gefahndet wird nun auch nach den beiden Brüdern des Mannes, dem 20-jährigen Ben Dunkel sowie dem 27-jährigen Tom Dunkel. Die Polizei weist darauf hin, dass die noch flüchtigen Männer vermutlich bewaffnet und äußerst brutal sind. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Es tut mir leid. Warum hast du das getan? Sagen müssen. Du hast mich angelogen! Ah! Weil du mir sonst nie geholfen hättest! Was machen wir jetzt? Alleine. Zu zweit haben wir eine doppelte Chance. Geh zum Bahnhof und kauf dir ein Zugticket. Wir können doch nicht einfach so abhauen. Du tust jetzt, was ich dir sage. Fahr zum Treffpunkt, heute Abend sehen wir weiter. Polen. Stettin in Polen. Verstehen Sie? Polen. Wen soll ich holen? Mensch, Polen, du blöde Schachtel! Polen! Chaps, Stettin in Polen. Fahren Sie alleine? Wollen Sie eine Karte oder zwei oder was?
willst du? Ich war gerade in der Nähe und dachte... Ja, also gut, ich war nicht gerade in der Nähe. Kann ich trotzdem reinkommen? Es ist scheiße kalt hier draußen. Was machst du so? Ich sitze in meiner Hausarbeit. Welches Thema? Welches Thema? Marketingstrukturen. Ja, verkaufen kannst du wieder. Neue Couch? Hast du ausgesucht, stimmt's? War bestimmt teuer. Also echt, das ist eine super Couch. Schick. Sehr klassisch. Sag mal, wohnst du nicht da drauf, oder? Wieso ist da eine Plastikfolie drüber? Verschwinde. Entschuldige, Maria. Ich wollte das nicht sagen. Es tut mir leid. Lass uns ein bisschen reden. Bitte. Du siehst müde aus. Viel gearbeitet in letzter Zeit. Ich dachte, die haben mich vor ein paar Wochen gefeuert. Gefeuert, davon kann ja wohl nicht die Rede sein. Ich bin gegangen, hat die Schnauze voll, kannst dir ja nicht vorstellen, wie die einen da ausbeuten. Ist ganz klar, dass die ganzen Pollacken... Ja, also andere auch, jedenfalls für 15 Mark schwarz die Stunde, da kann man ja nicht mit über die Runden kommen. Naja, ist nicht leicht, an das Geld anderer Leute zu kommen. Ja, alles super sonst, hab mich mit Benny und Tommy zusammengetan, ein eigener Laden, das... Ist echt gut. Mit Benny und Tommy, ja? Ich dachte, die sind sich zu gut zum Arbeiten. Was macht ihr denn? Was ich dir immer erzählt habe, du wolltest es ja nicht glauben. Wir restaurieren Oldtimer, Heelys, MGs, Speedster und so. Die Leute sind ganz heiß auf alte Cabrios. Im November. Naja, wir machen ja auch mit Coupés und so. Mhm. Habe ich ihn mitgebracht. Geschmackvoll. Du musst weg sein, bevor Peter nach Hause kommt. Deine Badewanne im Arsch ist. Nee, natürlich nicht. Na also, was soll denn dann der Scheiß? Was meinst du, was hier los ist, wenn Peter nach Hause kommt und er sieht dich nackt in unserer Badewanne sitzen? Glaubst du, der bietet dir seinen Bademantel an? Meine Güte, du tust ja so, als wenn ich die Beulenpest hätte oder sowas.
Stunde, Freddy. Du kannst doch nicht weiter so tun, als wären wir noch eine Familie. Du machst dich doch nur verrückt. Ich bin jetzt mit Peter zusammen und er liebt mich wirklich. Aber du liebst ihn nicht. Ich liebe Max. Genau wie ich. Ich denke an seine Zukunft. Tu ich doch auch. Er braucht eine Familie. Ja, genau. Mein Gott, Freddy, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Es geht doch auch einfach nur um Geld. Gehört uns. Da. Packen. Ja, das sehe ich auch. Freddy, was ist denn los mit dir? Du musst eine Tasche packen für Maxien. Wir fahren ab. So ein Quatsch. Was glaubst du denn, wo wir hinfahren? Ich dachte an Polen. Nur für ein paar Tage. Ich will alles in Ruhe besprechen. Sag mal, bist du jetzt völlig übergeschnappt? Warum soll ich denn mit dir nach Polen fahren? Freddy. Hör auf, du Spinner. Ich liebe dich und dich. Lass uns zusammen abhauen. Ich habe 150.000 Mark. Oh Mann. Wart ihr das heute Morgen? Benny und Tommy? Sind das also deine neuen Geschäfte? Oh Gott. Wir haben auf Benny geschossen. Das war quasi Notwehr. Freddy, ich will, dass du gehst. Verschwinde bitte. Jetzt wir diesen Versicherungsvertreter bleiben! Wenn du jetzt nicht gehst, dann rufe ich die Polizei. Max, sag Freddy tschüss. Kennst du das nicht, Maxine? Wir fahren nach Lodge. Freddy, ich gehe jetzt runter telefonieren. Guck mal hier. Das ist der größte Mann, oder? Er ist ganz stark. Die werden jeden Moment da sein. Du solltest jetzt wirklich gehen. Hast du mal ein Glas Milch? Ich habe einen total trockenen Mund. Hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich habe die Polizei angerufen! Jetzt muss ich mal. Einen Schluck Milch. Das Gleiche. Ups. Du kannst doch jetzt nicht einfach pissen gehen! Dauert nur eine Minute.
können wir gehen. Bedroht und wild rumgeschrien. Ansonsten weiß sie nichts. Hört sich eigentlich nach einem ganz normalen Ehestreit an. Bedrohst du deine Alte mit einer Waffe? Er hat keine. Keine Waffe? Keine Alte. Müde aus, Freddy. Ich darf doch Freddy sagen, oder? Ich bin Kommissar Richter. Hoffe, du trinkst den Weiß. Ich will Ihren Kaffee nicht. Ich will einen Anwalt sprechen. Verstehen Sie? Lass mir nicht so ein Riesending anhängen. Ich will mit jemandem reden, der auf meiner Seite ist. Wieso glaubst du, dass ich gegen dich bin? Ich bin doch bloß ein arbeitsloser Penner für euch. Termine? Können Sie mich verarschen? Entschuldige. Dein Kaffee wird kalt. Ich will dir helfen, Freddy. Aber das geht nur, wenn du dir auch helfen lässt. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich komme schon ganz gut mit mir selber zurecht. Finden Sie lieber den, von dem ich die scheiß Tasche geklaut habe. Ja, genau. Genau, den suche ich. Ich weiß, dass du die beiden Polizisten nicht getötet hast. Sie glauben mir? Freddy, Diebstahl ist eine gefährliche Sache, eine große Sünde. Einmal ein Dieb, ist es schwer, wieder davon loszukommen. Aber vergessen wir das jetzt einmal. Weißt du, Freddy, Raub und Mord, diese Dinge können nur da wurzeln und wuchern, wo eines herrscht. Die Lüge. Was? Es ist die Lüge, Freddy! Was soll denn das? Du warst in dieser Bank, Mann, ich weiß es. Du wirst dafür bezahlen, aber das ist im Moment scheißegal. Ihr habt zwei Frauen zu Witwen gemacht und deren Kinder zu Waisen. Darum geht es. Sprich zu mir, Freddy. Ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Was habt ihr mir denn hier für Nummern geschickt? Sprich mit mir und du kannst auf meine Hilfe zählen. Der Tag wird kommen, wo du Hilfe brauchst. Vor Gericht. Ich
Wer war bei dir und wo sind sie jetzt? Wer hat die beiden Polizisten erschossen? Was ist denn das hier für eine Kinderkacke? Mann! Denken wir in den Urlaub und machen weiter. Sie suchen für mich eine Telefonnummer raus. Ich krieg den kleinen Wichser. Hey, ist da noch jemand? Alle eingeschlafen oder was? Sie müssen die Fassung. Wenn er aufhört, die Männer zu decken, die bei ihm waren, muss er sich höchstwahrscheinlich nur wegen des Überfalls vor Gericht beantworten. Dein Sohn. Ist dein Sohn. Die Männer. Mein Gott, Freddy. Du kannst ja nicht auf den Boden schmeißen. Frag ihn, wer bei ihm war. Freddy, wir haben mit dem Polizisten geredet und er sagt, dass alles in Ordnung sein wird, wenn du ihm sagst, wer bei dir war. Mama, ihr dürft nicht mehr mit der Polizei reden. Ich habe eine Aussage gemacht. Wenn ihr mir helfen wollt, dann hol ich einen Anwalt. Aber wenn du doch bloß gekommen wärst. Ich habe noch 4.000 Mark von Oma. Ich war nicht in dieser Bank. Ich habe die Tasche auf dem Bahnhof geklaut. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Was habe ich getan, dass ich... Schau doch mal, Benny und Tommy. Na, auch nicht solche Nieten. Wer ist Benny? Wer ist Tommy? Versteht ihr das nicht? Ich bin nicht schuldig. Du sollst mich nicht anlügen! Sagst mir also, dass du am Hauptbahnhof warst, um eine Zeitung zu kaufen. Irgendeinen anderen Grund gab es wohl nicht. Nein, ich... Und wo warst du vorher? Ich war zu Hause. Ah, zu Hause. Du willst mir also erzählen, dass du eine halbe Stunde zu Fuß gelaufen bist oder drei U-Bahn-Stationen gefahren, damit du dir eine Zeitung am Hauptbahnhof kaufen konntest. Da wärst du einen Kiosk direkt um die Ecke. Tu das nicht. Lass mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Es geht nicht nur um mich. Es ist auch in deinem Interesse. Glaub mir. Hilf dir endlich einmal selbst. Sag denen, was sie wissen wollen. Könnte ich Sie mal kurz sprechen? Dieses Band zeigen, die Überwachungskamera in der Bank hat die ganze Zeit über aufgenommen. Vielleicht erkennen Sie ja etwas, Kleider, Gesten, Bewegungen. Es sind Kleinigkeiten, die Ihrem Sohn jetzt helfen können.
Konnten Sie jemanden erkennen? Nein. Und Sie, Frau Dunkel, haben Sie jemanden erkannt? Ich habe doch gesagt, wir haben jemanden erkannt. Ja, die Qualität ist sehr schlecht. Vielleicht möchten Sie es noch mal sehen. Nein. Hören Sie, mein Sohn hat gesagt, er war es nicht. Warum glauben Sie ihm nicht? Wenn er gesagt hat, er war es nicht, dann war es nicht. Ich will auf der Stelle einen Anwalt. Das steht ihm zu. Ich bestehe darauf, dass mein Sohn von einem Anwalt verteidigt wird. Aber vielen Dank. Fass mich nicht. Lass mich verschwinden. Was ist denn? Verpiss dich! Wieso rufst du deinen Anwalt, wenn ich mich verpissen soll? Es geht dir gar nicht um mich. Du weißt es nicht, wahr? Sei still. Du weißt es, und jetzt willst du dir retten, und dann muss ich zwangsläufig mitgerettet werden. Ist doch so, oder? Halt's Maul, du Niete! Ja, lass ihn raus, er war noch nie auf meiner Seite. Weißt du was, steckt dir deinen Anwalt in den Arsch? Ich will keinen Anwalt. Ich brauche auch gar keinen Anwalt, weil kein Anwalt dieser Welt mir helfen kann. Mir nicht, Benny nicht und Tommy auch nicht. Halt's Maul, du Verräter! Ein Verräter, hm? Soll ich dir mal was sagen? Ich habe auch die beiden Bullen abgeknallt. Bin ich jetzt ein Mörder? Ist das immer noch besser, als gar nichts zu sein, Papa? Los, 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 mach schon auf. Mon Dieu. Sweet Jesus. Also, Michel, er ist einfach ein grand garçon. So, jetzt hast du Geld. Zwei Polizeibeamte wurden heute Morgen tödlich verletzt, als sie versuchten, drei flüchtige Bankräuber zu stellen. Wie die Polizei mitteilte, überfielen drei bislang unerkannte Täter eine Filiale der Kreditbank in Berlin. Ich bestelle was zu essen. Dabei rund 450.000 Mark. Die beiden Polizeibeamten waren scheinbar zufällig vor Ort, als sich der Überfall ereignete. Als die Täter die Bank verließen, kam es zu einer Verfolgungsjagd, die für die beiden Beamten tödlich endete. In Österreich hat ein Amokläufer ein Blutbad angerichtet. Wer hat die Polizisten erschossen? Du? Im Salzburger Land erschoss er sechs Menschen und tötete sich anschließend selbst. Unter den Opfern befinden sich die Ex-Frau des Täters, ihr treuer Lebensgefährte, sowie deren gemeinsames Kind. Auch seinen früheren Lehrer erschoss er gestern. Hintergründe sind noch völlig unklar. Immer schneller. Nee. Du wirst sehen. La Côte d'Azur à cette époque, zu dieser Jahreszeit, ist ein Traum. Nicht so grau und grau wie diese Stadt. Ça m'est trop triste. Triste, triste, triste. Ich glaube auch, dass ich kaum jemals wieder zurückkommen werde. Und wenn wir in Frankreich genug gespielt haben, fliegen wir nach Vegas. Ich bin ab und zu ganz gern mal da. Alles in Ordnung, Tommy?
Naja, ich bin nur ein bisschen müde. Mach dich frisch. Und zieh dir was Vernünftiges an. Du siehst ja aus wie ein Gangster. Soll ich dir von Jean geben? Woher hast du die? Spielschulden. Ist schon ein paar Jahre her. Und du konntest nicht zahlen? Ich habe meinen Vater gefragt. Aber der meinte bei sowas immer, man muss sich selber helfen. Willkommen in der Familie. Was macht das Mädel? Wenn sie Zicken macht, dann leg sie um, okay? Okay. Also, du wirst es schon schaffen. Mach's gut, Benny. Eine Karte. Kreuz Ass. Das lernst du alles noch. Das sind Kleinigkeiten, die kann jeder Depp. Was die Großen ausmacht, ist weniger Emotionen zu zeigen als dein Gegenspieler. Geht ihr noch zum Casino? Sicher. Wieso, wann geht denn der Flieger? Der Pilot sagt, er ist ab 8 Uhr bereit. Ja, aber es ist doch nichts mehr los im Spielcasino. Tommy, geh schon mal vor. Ich zahle euch das Zimmer. Jean? Ja? Was war der höchste Einsatz, um den du je gespielt hast? Kein Limit. Ja, ich bin's, Tommy. Bist du angekommen? Hör zu, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann machst du dich mit Freddy davon, okay? Nicht auf mich warten. Ja, kannst du es dir nicht vorstellen? Hier wimmelt es von Bullen überall, ja? Also nicht auf mich warten, okay? Wie lange brauchst du noch? Okay. Benny, hast du viel Blut verloren? Hm. Okay, mach's gut. Ja? Ja.
Na, schön gespielt? Gewonnen. Weißt du, wenn man lange spielt, so wie Jean, das ist so eine Sache. Das überträgt sich auf den ganzen Körper. Es raubt die Energie. Wie bei einer Batterie. Das, da bleibt wenig Spannung übrig. Spannung? Ja. Spannung. Michel, bitte lass das. Warum hast du eigentlich keine Freundin? Jean, ich. Tommy. Ich. Na, was ist? Findest du mich viel zu alt? Findest du mich nicht attraktiv? Mach schon, Tommy. Tu dir keinen Zwang an. Nein. Michel wird dir sicher schon erzählt haben, dass bei mir schon lange. Dann mach schon. Nein, Michel, ich bitte. Mach schon, lass Tommy. Das. Dann bleibt es wenigstens in der Familie, sozusagen. Jesus. Tu es, Tommy. Nein. Tu es! Nein! Wie wild er werden kann. Ist doch auch nur ein Spiel, Tommy. Gehört das dazu? Ich muss noch packen, dann hauen wir ab. Vor der bayerischen Landtagswahl und der Bundestagswahl nächstes Jahr Parteitag der CSU in München. Von der Doppelspitze Weigel-Stoiber wird erwartet, dass sie an den Strang ziehen. Sauf nicht so viel. Finanzminister und CSU-Chef Weigel sprach sich Michel, beeil dich! Der Mehrwertsteuer um 2 Punkte aus. Nach dem Überfall auf eine Berliner Filiale der Kreditbank heute Morgen gelang es der Polizei bereits wenige Stunden später, einen von 3 mutmaßlichen Tätern zu stellen. Der 25-jährige Fred Dunkel steht außerdem in dem dringenden Tatverdacht, bei dem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei 2 Beamte getötet zu haben. Gefahndet wird nun auch nach den beiden Brüdern des Mannes, dem 20-jährigen Ben Dunkel. Merde! Michel, allez, dépêche-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà recherché par la police. Scheiße, ich muss Tommy warnen. Tommy? Benny. Mach dir keine Sorgen, okay? Die haben Freddy, die haben uns am Arsch, Mann. Die kennen unseren Namen und alles. Was? Was soll denn das heißen? Keine Panik. Ich verrecke hier, Mann. Benny, jetzt hör mir zu. Hör mir zu. Du musst zu dem Treffpunkt fahren, okay? Du musst durchhalten. Hey!
Bist du ein Mann oder was? Definitiv Memme. Ich bin hier am Abkratzen, Mann. Tommy, komm, wir müssen weg hier. Du musst zu dem Treffpunkt fahren, ja? Also gut, ich versuch's. Lass mich nicht so lange warten. Ich weiß nicht, ob ich es noch lange mache. Vielleicht sollten wir doch besser zu einem Arzt fahren. Was meinst du? Hm? Tommy, jeder Polizist wird dich suchen. Ohne mich kannst du nirgendwo hingehen. Tja. Und ohne deinen Pass kannst du nicht mal das Land verlassen. Gib mir den Pass, Schau. Vergiss deinen Bruder, Tommy. In ein paar Stunden bist du da, wo du hin wolltest. Gibst du mir jetzt meinen Pass? Hilf dir ein einziges Mal selbst, Tommy. Wie? So? Soll ich deinen kleinen Bruder vielleicht auch noch retten? Ты что ли в Польшу хочешь? Женщина там мне сказала, ты в Польшу хочешь? Also, ich verstehe kein Wort. 5000. 5000. Ich brauche ein Auto. Benny wartet in Polen auf mich, er ist verletzt. Wie konnte es so weit kommen? Was ist der Grund? Ist ein Ding, was? Wieso, Tommy? Schrei mich nicht an. Autorität, hä? Löst alle Probleme.
Du hast deine Autorität verloren, als du angefangen hast zu saufen. Ja, geh nur. Geh nur. Das ist die erste Lektion, die wir immer gelernt haben. Jeder auf eigene Faust. Ach nein, warte. Man muss immer einen Koffer gepackt haben. Mann, wir haben deine dämlichen Sprüche immer geglaubt. Tommy, was bist du? Eine Memme oder was? Bist du ein Mann oder was? Weißt du noch, wie das immer war? Ich habe die beiden Jungs immer zum Training gefahren. Benny und Freddy. Und Benny, obwohl er erst 10 Jahre alt war, durfte schon in der B-Mannschaft spielen. Und Freddy saß am Rand und hat Bälle aufgepumpt. Und wenn sie ein Turnier hatten, dann haben sie mich gebeten, dass ich komme und zuschaue. Verstehst du? Mich haben sie gebeten. Mich. Aber vorhin, da hätte ich fast meinen eigenen Bruder verraten. Meinen eigenen Bruder. Weil ja jeder allein zurechtkommen muss. Ihr seid alt genug. Lasst selbst wissen, was ihr wollt. Du spinnst doch. Du willst mir erzählen, dass ihr eine Bank überfallen habt, weil ich nicht täglich beim Fußballtraining war. Ja. Vergiss es. Du bist am Ende, Tommy. Aber dein Grab hast du dir selbst gegraben. Nicht ich. Bleib stehen. Hier. Das wird Freddy entlasten.
Wir haben es geschafft, was? Ja. Ich bring dich zu einem Arzt. Wenn wir an einem Taxistand vorbeikommen, dann halt da mal kurz an. Ich würde gerne noch mal mit diesem Mädchen sprechen. Hm? Willst du wieder spielen? Musst du aufhören mit? Ist scheiße. Benny. Sie alleine? Wollen Sie eine Karte oder zwei oder was? In der Nähe und dachte, ja, also gut, ich war nicht gerade in der Nähe. Kann ich trotzdem reinkommen? Es ist scheiße kalt hier draußen.
machst du so? Ich sitze in meiner Hausarbeit. Welches Thema? Welches Thema? Marketingstrukturen. Ja, verkaufen kannst du dich ja. Neue Couch? Hast du ausgesucht, stimmt's? War bestimmt teuer. Also echt, das ist eine super Couch. Schick. Sehr klassisch. Sag mal, wohnst du nicht da drauf, oder? Wieso ist da eine Plastikfolie drüber? Verschwinde. Entschuldige, Maria. Ich wollte das nicht sagen. Es tut mir leid. Lass uns ein bisschen reden. Bitte. Ich könnte tatsächlich mit nach Polen kommen wollen. Will doch nicht sein. Scheiße. Nach dem Überfall auf eine Berliner Filiale der Kreditbank heute Morgen gelang es der Polizei bereits wenige Stunden später, einen von drei mutmaßlichen Tätern zu stellen. Der 25-jährige Fred Dunkel steht außerdem in dem dringenden Tatverdacht, bei dem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei zwei Beamte getötet zu haben. Gefahndet wird nun auch nach den beiden Brüdern des Mannes, dem 20-jährigen Ben Dunkel sowie dem 27-jährigen Tom Dunkel. Die Polizei weist darauf hin, dass die noch flüchtigen Männer vermutlich bewaffnet und äußerst brutal sind. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Es tut mir leid. Warum hast du das getan? Sagen müssen. Du hast mich angelogen! Ah! Scheiße, mir sonst nie geholfen hättest! Was machen wir jetzt? Alleine. Zu zweit haben wir eine doppelte Chance. Geh zum Bahnhof und kauf dein Zugticket. Wir können doch nicht einfach so abhauen. Du tust jetzt, was ich dir sage. Fahr zum Treffpunkt, heute Abend sehen wir weiter. Sieht aus wie die Currywurst von Scheich Ahmed. Mensch, was machen wir denn jetzt? So eine Scheiße hättest du die gleich erschießen müssen? Was regst du dich denn so auf? Nur weil du zu blöde bist, über den Zaun zu hüpfen. Jetzt weißt du auch, warum du beim Basketball nie gewählt worden bist. Schnauze, ihr wollt Geld getappt. Wie viel ist es denn? Ich schätze 130, vielleicht 140.000 für jeden. So viel kann man dann leider nicht ausgeben, mein Klass. Noch haben sie uns nicht. Und die Einzigen, die unsere Gesichter kennen, sind tot.
Die kriegen wir mindestens 20 Jahre, jeder. Was jetzt, Tommy? Du kennst doch diese Autoschieber. In Stettin, und? Ah, Tommy hat recht. Bloß weg hier. Wenn die doch noch auf uns kommen, dann sind wir wenigstens weg aus Deutschland. Polen ist die nächste Grenze, da kann man auch einen Arzt schmieren. Mensch, Polen, Polen, ich höre mal Polen. Was soll ich denn in Polen? Das ist doch scheiße. Was soll denn so schlecht sein an Polen? Frag mal die 10.000 Flüchtlinge, die jedes Jahr nach Deutschland kommen. Die suchen drei. Jeder für sich, dann kommen wir schon irgendwie durch, okay? Sehr witzig. Soll ich vielleicht nach Polen humpeln? Ich lass mir schon was einfallen, okay? Ich will nach Stettin. Es ist in Polen, Stettin. Hör zu, ich bin nicht Charles Manson und ich bin auch nicht Jack the Ripper. Und ich nehme ja auch keine Jacke aus Taxifahrerinnenhaut oder so einen ekligen Kram. Ich will nur nach Polen. Und mir geht's nicht besonders gut, sonst würde ich mit dem Bus fahren. Also hau mich nicht in die Pfanne, dann kommen wir klar. Was ist los mit dir? Ich muss dir was erklären. Das ist alles nicht so einfach. Sonst, ich könnte tatsächlich mit nach Polen kommen wollen. Will doch nicht sein. Überfall auf eine Berliner Filiale der Kreditbank heute Morgen gelang es der Polizei bereits wenige Stunden später, einen von drei mutmaßlichen Tätern zu stellen. Der 25-jährige Fred Dunkel steht außerdem in dem dringenden Tatverdacht, bei dem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei zwei Beamte getötet zu haben. Gefahndet wird nun auch nach den beiden Brüdern des Mannes, dem 20-jährigen Ben Dunkel sowie dem 27-jährigen Tom Dunkel. Die Polizei weist darauf hin, dass die noch flüchtigen Männer vermutlich bewaffnet und äußerst brutal sind. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Es tut mir leid. Warum hast du das getan? Sagen müssen. Du hast mich angelogen! Ah! Weil du mir sonst nie geholfen hättest! Was machen wir jetzt? Alleine. Zu zweit haben wir eine doppelte Chance. Geh zum Bahnhof und kauf dein Zugticket.
Wir können doch nicht einfach so abhauen. Du tust jetzt, was ich dir sage. Fahr zum Treffpunkt, heute Abend sehen wir weiter. So, wenn man lange spielt, so wie Jean, das ist so eine Sache. Das überträgt sich auf den ganzen Körper. Es raubt die Energie. Wie bei einer Batterie. Das, da bleibt wenig Spannung übrig. Spannung? Ja. Spannung. Michel, bitte lass das. Warum hast du eigentlich keine Freundin? Jean, ich... Tommy. Ich... Na, was ist? Findest du mich viel zu alt? Findest du mich nicht attraktiv? Mach schon, Tommy. Tu dir keinen Zwang an. Nein. Michelle wird dir sicher schon erzählt haben, dass bei mir... schon lange. Dann mach schon. Nein. Michelle, ich bitte... Mach schon, lass Tommy. Das. Dann bleibt es wenigstens in der Familie, sozusagen. Jesus. Tu es, Tommy. Nein. Tu es! Nein! Wie wild der werden kann. Auch nur ein Spiel, Tommy. Gehört das dazu? Ich muss noch packen, dann hauen wir ab. Vor der bayerischen Landtagswahl und der Bundestagswahl nächstes Jahr, Parteitag der CSU in München. Von der Doppelspitze. Danke. Sie sind verhaftet. Beine auseinander. Gesicht nach unten. Na, Arschloch, nicht weit gekommen. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Hör auf mit dem Scheiß, so einer hat keine Rechte. Lass sie los! Wir haben einen großen Fehler. Er hat gerade einen großen Fehler gemacht. Waffen weg! Lass uns abbauen. Komm schon, wir müssen hier weg. Mal beim Grenzschutz gearbeitet? Hast du schon mal beim Grenzschutz gearbeitet? So hat Lassi! Die suchen so Arschlöcher wie dich. Ausziehen. Die haben vielleicht blöde ausgesehen. Das ist nicht witzig. Was ist los mit dir?
was erklären. Das ist alles nicht so einfach. Sonst, ich könnte tatsächlich mit nach Polen kommen wollen. Will ja nicht sein. Überfall auf eine Berliner Filiale der Kreditbank heute Morgen gelang es der Polizei bereits wenige Stunden später, einen von drei mutmaßlichen Tätern zu stellen. Der 25-jährige Fred Dunkel steht außerdem in dem dringenden Tatverdacht, bei dem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei zwei Beamte getötet zu haben. Gefahndet wird nun auch nach den beiden Brüdern des Mannes, dem 20-jährigen Ben Dunkel sowie dem 27-jährigen Tom Dunkel. Die Polizei weist darauf... Stettin! Es ist in Polen, Stettin! Hör zu, ich bin nicht Charles Manson und ich bin auch nicht Jack the Ripper. Und ich nehme ja auch keine Jacke aus Taxifahrerinnenhaut oder so einen ekligen Kram. Ich will nur nach Polen. Und mir geht's nicht besonders gut, sonst würde ich mit dem Bus fahren. Also hau mich nicht in die Pfanne, dann kommen wir klar. Allach? Klingt so tausend eine Nacht mäßig. Wo kommst du denn her? Iran. Oh, Entschuldigung. Und wie ist es so im Iran? Heiß. Mhm. Und die Leute? Ich meine, wie sind denn so die Leute drauf? Ganz viele kleine Möchtegern-Machos. Und seit wann bist du in Deutschland? Na, dann eben nicht. Wollt ja nur höflich sein. Hallo? Hey, Tommy! Hey, Mann, ich bin schon raus aus der Stadt. Obergeil, oder? Was? Was? Die Verbindung ist scheiße! Wo steigst du? Was? Ja, ja. Oh, es läuft ganz gut. Ja, klar, Mann, wenn sie zicken macht. Ich bin Kommissar Richter. Hoffe, du trinkst den Weiß. Ich will Ihren Kaffee nicht. Ich will einen Anwalt sprechen. Verstehen Sie? Lass mir nicht so ein Riesending anhängen. Ich will mit jemandem reden, der auf meiner Seite ist. Wieso glaubst du, dass ich gegen dich bin? Ich bin doch bloß ein arbeitsloser Penner für euch. Termine? Können Sie mich verarschen? Entschuldige. Dein Kaffee wird kalt.
Ich will dir helfen, Freddy. Aber das geht nur, wenn du dir auch helfen lässt. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich komme schon ganz gut mit mir selber zurecht. Finden Sie lieber den, von dem ich die scheiß Tasche geklaut habe. Ja, genau. Genau, den suche ich. Ich weiß, dass du die beiden Polizisten nicht getötet hast. Sie glauben mir? Freddy, Diebstahl ist eine gefährliche Sache, eine große Sünde. Einmal ein Dieb, ist es schwer, wieder davon loszukommen. Aber vergessen wir das jetzt einmal. Weißt du, Freddy, Raub und Mord, diese Dinge können nur da wurzeln und wuchern, wo eines herrscht. Die Lüge. Was? Es ist die Lüge, Freddy! Was soll denn das? Du warst in dieser Bank, Mann, ich weiß es. Du wirst dafür bezahlen, aber das ist im Moment scheißegal. Ihr habt zwei Frauen zu Witwen gemacht und deren Kinder zu Waisen. Darum geht es. Sprich zu mir, Freddy. Ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Was habt ihr mir denn hier für Nummern geschickt? Sprich mit mir und du kannst auf meine Hilfe zählen. Der Tag wird kommen, wo du Hilfe brauchst. Vor Gericht. Wer war bei dir und wo sind sie jetzt? Wer hat die beiden Polizisten erschossen? Was ist denn das hier für eine Kinderkacke? Mann! Eigene Faust. Ach nein, warte, man muss immer einen Koffer gepackt haben. Mann, wir haben deine dämlichen Sprüche immer geglaubt. Tommy, was bist du? Eine Memme oder was? Bist du ein Mann oder was? Weißt du noch, wie das immer war? Ich habe die beiden Jungs immer zum Training gefahren. Benny und Freddy. Und Benny, obwohl er erst 10 Jahre alt war, durfte schon in der B-Mannschaft spielen. Und Freddy saß am Rand und hat Bälle aufgepumpt. Und wenn sie ein Turnier hatten, dann haben sie mich gebeten, dass ich komme und zuschaue. Verstehst du? Mich haben sie gebeten. Mich. Aber vorhin, da hätte ich fast meinen eigenen Bruder verraten. Meinen eigenen Bruder. Weil ja jeder allein zurechtkommen muss. Ihr seid alt genug. Ihr müsst selbst wissen, was ihr wollt. Du spinnst doch. Du willst mir erzählen, dass ihr eine Bank überfallen habt, weil ich nicht täglich beim Fußballtraining war? Vergiss es. Bist am Ende, Tommy. Aber dein Grab hast du dir selbst gegraben. Nicht ich. Bleib stehen. Hier. Das wird Freddy entlasten.
hin! Stehst du auf, du Pfeife! Los, du Penner, steh auf! Ganz, ganz ruhig, Jungs! Nicht mal mit der Wimper zucken! Okay? Rumgeschrien. Ansonsten weiß sie nichts. Hört sich eigentlich nach einem ganz normalen Ehestreit an. Bedrohst du deine Alte mit einer Waffe? Er hat keine. Keine Waffe? Keine Alte. Müde aus, Freddy. Ich darf doch Freddy sagen, oder? Ich bin Kommissar Richter. Hoffe, du trinkst den Weiß. Ich will Ihren Kaffee nicht. Ich will einen Anwalt sprechen. Verstehen Sie? Lass mir nicht so ein Riesending anhängen. Ich will mit jemandem reden, der auf meiner Seite ist. Wieso glaubst du, dass ich gegen dich bin? Ich bin doch bloß ein arbeitsloser Penner für euch. Termine? Wollen Sie mich verarschen? Entschuldige. Dein Kaffee wird kalt. Ich will dir helfen, Freddy. Aber das geht nur, wenn du dir auch helfen lässt. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich komme schon ganz gut mit mir selber zurecht. Finden Sie lieber den, von dem ich die scheiß Tasche geklaut habe. Ja. Sind das also deine neuen Geschäfte? Oh Gott. Wir haben auf Benny geschossen. Das ist quasi Notwehr. Freddy, ich will, dass du gehst. Verschwinde bitte. Jetzt etwa wir sind Versicherungsvertreter bleiben! Wenn du jetzt nicht gehst, dann rufe ich die Polizei. Marc sagt Freddy tschüss. Kannst du das nicht wechseln? Wir fahren nach Lodge. Freddy, ich gehe jetzt runter telefonieren. Guck mal hier. Das ist der größte Mann, oder? Er ist ganz stark. Die werden jeden Moment da sein. Wie soll das jetzt wirklich gehen? Hast du mal ein Glas Milch? Ich habe einen total trockenen Mund. Hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich habe die Polizei angerufen! Ja,
Jetzt muss ich mal. Einen Schluck Milch. Das Gleiche. Ups. Du kannst doch jetzt nicht einfach pissen gehen. Dauert nur eine Minute. Dann können wir gehen. Stecken wir den U auf und machen weiter. Sie suchen für mich eine Telefonnummer raus. Ich krieg den kleinen Wichser. Hey, ist da noch jemand? Alle eingeschlafen oder was? Sie müssen die Fassung. Wenn er aufhört, die Männer zu decken, die bei ihm waren, muss er sich höchstwahrscheinlich nur wegen des Überfalls vor Gericht verantworten. Freddy, du kannst dich ja nicht auf den Boden schmeißen. Frag ihn, wer bei ihm war. Freddy, wir haben mit dem Polizisten geredet und er sagt, dass alles in Ordnung sein wird, wenn du ihm sagst, wer bei dir war. Mama, ihr dürft nicht mehr mit der Polizei reden. Ich habe eine Aussage gemacht. Wenn ihr mir helfen wollt, dann hol ich einen Anwalt. Aber wenn du doch bloß gekommen wärst. Ich habe noch 4.000 Mark von Oma. Ich war nicht in dieser Bank. Ich habe die Tasche auf dem Bahnhof geklaut. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Was habe ich getan, dass ich... Schau doch mal Benny und Tommy. Ah.
Benny? Bitte wach auf. Benny? Arschloch! Ist nicht witzig. Witzig nicht, aber schön. Mach nochmal. Ach, Arschloch. Die Fahrzeugpapiere bitte. Danke. Sie sind verhaftet. Beine auseinander. Gesicht nach unten. Na, Arschloch, nicht weit gekommen. Wir haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Hör auf mit dem Scheiß, so einer hat keine Rechte. Lass sie los! Mann, einen großen Fehler. Er hat gerade einen großen Fehler gemacht. Waffen weg! Lass uns abbauen. Komm schon, wir müssen hier weg. Mal beim Grenzschutz gearbeitet? Hast du schon mal beim Grenzschutz gearbeitet? Sofort, lass sie! Thank you.
Ich will nach Stettin. Es ist in Polen, Stettin. Hör zu, ich bin nicht Charles Manson und ich bin auch nicht Jack the Ripper. Und ich nehme ja auch keine Jacke aus Taxifahrerinnenhaut oder so einen ekligen Kram. Ich will nur nach Polen. Und mir geht's nicht besonders gut, sonst würde ich mit dem Bus fahren. Also hau mich nicht in die Pfanne, dann kommen wir klar. Soat Allah 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 Malach? Klingt so tausend eine Nacht mäßig. Wo kommst du denn her? Iran. Oh, Entschuldigung. Und wie ist es so im Iran? Heiß. Mhm. Und die Leute? Ich meine, wie sind denn so die Leute drauf? Ganz viele kleine Möchtegern-Machos. Und seit wann bist du in Deutschland? Na, dann eben nicht. Wollt ja nur höflich sein. Hallo? Hey, Tommy! Hey, Mann, ich bin schon raus aus der Stadt. Verstehst du? Mich haben sie gebeten. Mich. Aber vorhin, da... Da hätte ich fast meinen eigenen Bruder verraten. Meinen eigenen Bruder. Weil ja jeder allein zurechtkommen muss. Ihr seid alt genug. Ihr müsst selbst wissen, was ihr wollt. Du spinnst doch. Du willst mir erzählen, dass ihr eine Bank überfallen habt? Weil ich nicht täglich beim Fußballtraining war. Ja. Vergiss es. Bist am Ende, Tommy. Aber dein Grab hast du dir selbst gegraben. Nicht ich. Bleib stehen. Hier. Das wird Freddy entlasten. Thank you.
Freddy, du kannst dich ja nicht auf den Boden schmeißen. Frag ihn, wer bei ihm war. Freddy, wir haben mit dem Polizisten geredet und er sagt, dass alles in Ordnung sein wird, wenn du ihm sagst, wer bei dir war. Mama, ihr dürft nicht mehr mit der Polizei reden. Ich habe eine Aussage gemacht. Wenn ihr mir helfen wollt, dann holt einen Anwalt. Aber wenn du doch bloß gekommen wärst. Ich habe noch 4.000 Mark von Oma. Ich war nicht in dieser Bank. Ich habe die Tasche auf dem Bahnhof geklaut. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe. Was habe ich getan, dass ich... Schau doch mal, Benny und Tommy. Na, auch nicht solche Nieten. Wer ist Benny? Wer ist Tommy? Versteht ihr das nicht? Ich bin nicht schuldig. Du sollst mich nicht anlügen! Sagst mir also, dass du am Hauptbahnhof warst, um eine Zeitung zu kaufen. Irgendeinen anderen Grund gab es wohl nicht. Nein, ich... Und wo warst du vorher? Ich war zu Hause. Ah, zu Hause. Du willst mir also erzählen, dass du eine halbe Stunde zu Fuß gelaufen bist oder drei U-Bahn-Stationen gefahren, damit du dir eine Zeitung am Hauptbahnhof kaufen konntest. Dabei hast du einen Kiosk direkt um die Ecke. Tu das nicht. Lass mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Es geht nicht nur um mich. Es ist auch in deinem Interesse. Glaub mir. Hilf dir endlich einmal selbst. Sag denen, was sie wissen wollen. Könnte ich Sie mal kurz sprechen? Dieses Band zeigen, die Überwachungskamera in der Bank hat die ganze Zeit über aufgenommen. Vielleicht erkennen Sie ja etwas, Kleider, Gesten, Bewegungen. Es sind Kleinigkeiten, die Ihrem Sohn jetzt helfen können. Max, sag Freddy tschüss. Kannst du das nicht wegsehen? Wir fahren nach Lodge. Freddy, ich gehe jetzt runter telefonieren. Guck mal hier. Das ist der größte Mann, oder? Er ist ganz stark. Die werden jeden Moment da sein. Wie soll das jetzt wirklich gehen? Hast du mal ein Glas Milch? Ich habe einen total trockenen Mund. Hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe? Ich habe die Polizei angerufen! Jetzt muss ich mal. Einen Schluck Milch. Das Gleiche. Ups. Du kannst doch jetzt nicht einfach pissen gehen! Dauert nur eine Minute. Dann können wir gehen.
Messer, schicke Anzug, langer Fingernagel. Der ist auch an kleine Kinder verkauft. Da hilft sich hier aufs Klo und der Typ stellt sich genau neben mich. Da habe ich dann die lange gefackelt und habe ihm die Tasche geklaut. Ich wusste ja nicht, wie viel Kohle da drin ist. Sven, wenn du mich verarscht, Mann! Das ist der absolut größte Scheiß, den ich überhaupt je gehört habe! Und die Frau? Seine Ex. Behauptet, er habe sie mit der Waffe bedroht und wild rumgeschrien. Ansonsten... Glaub mir. Hilf dir endlich einmal selbst. Sag denen, was sie wissen wollen. Könnte ich Sie mal kurz sprechen? Dieses Band zeigen, die Überwachungskamera in der Bank hat die ganze Zeit über aufgenommen. Vielleicht erkennen Sie ja etwas, Kleider, Gesten, Bewegungen. Es sind Kleinigkeiten, die Ihrem Sohn jetzt helfen können. Konnten Sie jemanden erkennen? Nein. Und Sie, Frau Dunkel, haben Sie jemanden erkannt? Ich habe doch gesagt, wir haben jemanden erkannt. Ja, die Qualität ist sehr schlecht. Vielleicht möchten Sie es noch mal sehen. Nein. Hören Sie, mein Sohn hat gesagt, er war es nicht. Warum glauben Sie ihm nicht? Wenn er gesagt hat, er war es nicht, dann war er es nicht. Ich will auf der Stelle einen Anwalt. Das steht ihm zu. Ich bestehe darauf, dass mein Sohn von einem Anwalt verteidigt wird. Aber vielen Dank. Lass mich! Lass mich verschwinden! Was ist denn? Verpiss dich! Wieso rufst du deinen Anwalt, wenn ich mich verpissen soll? Es geht dir gar nicht um mich. Du weißt es nicht, wahr? Verstehe. Du weißt es, und jetzt willst du die retten, und dann muss ich zwangsläufig mitgerettet werden. Ist doch so, oder? Das Maul, du Niete! Aufmachen! Ja, lass ihn raus, er war noch nie auf meiner Seite. Weißt du was, steck dir deinen Anwalt in den Arsch! Ich will keinen Anwalt! Ich brauche auch gar keinen Anwalt, weil kein Anwalt dieser Welt mir helfen kann. Mir nicht, Benny nicht und Tommy auch nicht! Das Maul, du Verräter! Verräter, hm? Soll ich dir mal was sagen?